steht schon einer. Es gibt so das Phänomen, dass jemand gefunden werden muss, der dafür verantwortlich ist. Und wenn man ihn nicht finden kann, sucht man sich einen. Ja, und das war in dem Fall ich. Nach jedem Unglück wird irgendwann aufgeräumt. Es sieht wieder aus wie vorher. Nicht für alle. Nicht für die Angehörigen der Opfer. Nicht für die, die für die Love Parade verantwortlich waren. Wir wollen beide Seiten ein Jahr lang begleiten, beim Versuch, das alles zu überstehen. Wir stehen hier heute vor dem Rathaus als Menschen, die es erschüttert. Raus! Sauerland 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 raus! Egal, was draußen los ist, Adolf Sauerland hat in den Tagen nach der Love Parade vor allem ein Ziel. Seine Verwaltung soll weiterlaufen. So, dann Seniorenbeirat, Änderung der Besetzung. Die Duisburger haben ihren Oberbürgermeister im Fernsehen gesehen. Wie er keine passenden Antworten hatte. Und ihnen schon am Tag nach dem Unglück sagte, er selbst habe damit nichts zu tun. Haben Sie sich die Pressekonferenz noch mal angeguckt? Nein. Ich sage Ihnen, so besser so. Es war am Tag danach. Alle warten darauf, dass einer der Planer Verantwortung übernimmt. Vergeblich. Veranstalter Rainer Schaller machte einen kleinen Schritt. Aus Respekt vor den Opfern, deren Familien und Freunden werden wir die Veranstaltung nicht mehr weiter fortsetzen. Dies bedeutet auch das Aus der Love Parade. Herzlichen Dank, Herr Schaller. Ansonsten entschließen Sie sich, konkrete Fragen nicht zu beantworten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt schließlich. Und dann kommt der Moment, in dem dem Bürgermeister eine entscheidende Frage gestellt wird, ob er sich selbst für die Planung verantwortlich sehe. Persönlich? Nein. Nein. Adolf Sauerland hat sich entschieden. Er übernimmt für dieses Unglück nicht die Verantwortung. Weder moralisch noch politisch. Auch wenn die Love Parade von seiner Verwaltung genehmigt wurde, er wird nicht zurücktreten. Aus einem für ihn logischen Grund. Er sieht sich und seine Leute nicht als Schuldige. Kann keine Fehler erkennen. Dabei bleibt er. Und kann ab da kaum vor die Tür gehen. Nicht einmal Blumen am Tunnel niederlegen. Das Land hat ihm vorgeschlagen, für ihn den Kontakt zu den Angehörigen der Opfer zu übernehmen. Adolf Sauerland hat das Angebot angenommen. Fabians Zimmer in Lünen. Seit dem 24. Juli 2010 haben seine Eltern das Zimmer nicht mehr betreten. In diesem Jahr wollte Fabian sein Abitur machen. Danach Informatik studieren. 10 Jahre wohnten sie gemeinsam hier. Bis an dem Sonntagmorgen zwei Polizisten kamen und ihnen sagten, dass Fabian bei der Love Parade gestorben ist. Er war ihr einziger Sohn. Also, so typisch Fabian ist eigentlich genau das. Nachdenklich, aber immer, wenn man genau hinsieht, immer so ein leichtes Grinsen. Selbst als Pico im Telefon, er hat immer irgendwie so ein verschmitztes Grinsen. Fabians Eltern arbeiten im Moment beide nicht. Sie halten es in der Wohnung kaum aus. Ist das noch Ihr Zuhause?
im Moment eine Bleibe. Und zu Hause ist das im Moment nicht mehr. Hier sind so viele Erinnerungen. Ich liege oder ich werde nachts munter und habe das Gefühl, dass draußen jemand läuft oder dass das Licht angemacht wird. So was, die Geräusche, die man halt vorher hatte. Dass Fabi von der Fete nach Hause kam. Na, wahrnehmen diese Geräusche. Manchmal macht man sich ja dann auch Sorgen. Na, wann kommt das Kind nach Hause? Und wenn dann die Tür ging oder Lichtschalter oder wie auch immer, dann war gut. Das ist kein gutes Thema. Zu Hause, das Wohnzimmer. Das war noch vor ein paar Monaten der Ort, an dem man gemeinsam war. Wenn ich an dem Tisch sitze, dann weiß ich, dass der Herr immer da gesessen hat. Immer da gesessen. Also ist jede Ecke in dieser Wohnung verbindet man mit irgendwelchen Dingen. Ihr Sohn ist gestorben, weil andere Menschen Fehler gemacht haben. Was erwartet man von denen? Von ihren Chefs? Geld? Worte? Es wird die Love Parade nie wieder geben? Ich trete zurück? Hilft das? Die Anfangswochen hat man überhaupt keine Zeit dazu, wütend zu sein. Weil man es überhaupt noch nicht begreifen kann. Aber so langsam staut sich irgendwas in sich. Und man möchte dann jemanden haben, auf den man wütend sein kann. Am 3. Oktober 2010 ist im Duisburger Rathaus Tag der offenen Tür. Adolf Sauerland ist immer noch im Amt. Hat sich nicht öffentlich entschuldigt. In diesem Jahr kommen die Besucher deshalb nicht nur wegen des schönen Renaissancebaus. Ob Adolf Sauerland selbst rausgeht, er weiß es noch nicht. Jetzt meckerst du wieder, ne? Sein Berater berichtet, dass er die Demonstranten mit Anti-Sauerland-Buttons gerade draußen gesehen hat. Aber Sauerland hofft, dass die Duisburger ihn als Oberbürgermeister behalten wollen. Es gab mal eine Umfrage, die relativ hoch auch gewotet wurde in so Internetplattformen. Und da war die Frage des Rücktrittes so, dass ein Drittel sagte ja und zwei Drittel sagte kein Rücktritt. Ne? Erwartet wird er draußen in jedem Fall. Im Tunnel werden die letzten Überreste öffentlicher Trauer beseitigt. Und während Adolf Sauerland im Rathaus nach positiven Signalen sucht, werden die Vorwürfe gegen die Genehmigungsarbeit der Stadt immer konkreter. Wie sollten bloß 1 Million Besucher durch dieses Nadelöhr aufs Gelände passen? Schnell kommt raus, die Zahl war gelogen, um die Veranstaltung attraktiver zu machen. In Wahrheit war das Gelände nur für ein Viertel davon, für 250.000 genehmigt. Noch nie hatte eine Love Parade auf einem eingezäunten Gelände stattgefunden. 250.000 Besucher eingezäunt, mit nur einem Ein- und Ausgang, einem Tunnel ohne Fluchtweg. Die Sondersituation wurde mit Sondergenehmigungen gelöst. Adolf Sauerland hat sich inzwischen abgesichert. Ein juristisches Gutachten sagt ihm, alles im Rahmen der Gesetze. Ich gehe heute davon aus, auch nach mehrmaliger Überprüfung, dass das, was meine Verwaltung dort genehmigt hat, jeder Überprüfung standhält. Das heißt, Dinge, die Ihre Verwaltung genehmigt haben, beziehungsweise Sondergenehmigungen, die ausgestellt wurden, haben Ihrer Meinung nach auf keinen Fall zu dieser Katastrophe geführt? So sehe ich das ja. Und genau deshalb macht Adolf Sauerland erstmal weiter. Wartet die Ermittlungen ab, traut sich raus. Auch am Tag der offenen Tür. Der Rat der Stadt hat ihn nicht abgewählt. Er ist der Oberbürgermeister von Duisburg und hält sich an das gleiche Programm wie jedes Jahr. Wenn Sie bitte guten Tag am U. Ich gehe jetzt mal aus der Schutzlinie. Genau, wir stellen uns mal hierher, nehmen wir diese Seite. Genau.
Hier in diesem Raum steht der Schreibtisch des ersten Oberbürgermeisters der Stadt. Wenn man hier so arbeitet und guckt dann raus und die Salvatorkirche ist angestrahlt, das zeigt, dass diese Stadt Tradition, Kultur und auch richtig Schönheit hat. Dankeschön für Ihre Arbeit und bleiben Sie weiterhin stark. Herzlichen Dank. Und dann kommen sie doch noch, die, die seinen Rücktritt wollen. Ja, dass Sie jetzt anderer Meinung sind, akzeptiere ich und dann ist auch gut so. Unten, ja. Eben, man kann ja in einem demokratischen Staat, kann man ja sicherlich unterschiedliche Auffassungen haben. Ja, komm, hier ist jetzt Besichtigung. Wir können uns drüben gerne hinsetzen. Gerne, kommen Sie mit, bitte. Ja, gut, okay. Es gibt im Moment kaum Auftritte, bei denen Adolf Sauerland nicht angegangen wird. Trotzdem ist er sich sicher, dass er weitermachen will. Fabians Eltern hingegen haben sich schnell gegen Weitermachen entschieden. Sie ziehen noch im Herbst 2010 aus ihrer Wohnung aus. Es geht nicht mehr. Aber es ist ja eigentlich auch schön hier. Also ich habe ja hier gerne gewohnt. Aber schade, Sie waren so lange hier, ne? Ja, aber meine Frau hält das oben nicht mehr aus. Nicht meine. Und dann, nachdem der Rest der Wohnung schon fast ausgeräumt ist, ist noch ein Zimmer übrig. Sowas muss man doch nicht weghauen. Aber ich passe da im Leben nicht rein. Passt du da nicht rein? Habe ich ja noch nie gesehen. Das Fabi ist ja gerade schon ein paar Mal gehabt. Aber der Freund von der Sarah, der, das ist sein Maß. Der hat den Gitarre gespielt bei euch. Der Fabian hat angefangen. Schenke ich dir. Nee, da gebe ich ja was für. Muss dir nicht schenken. Können wir mal gucken. Vielleicht findest du sogar noch das Buch dazu. Da ist irgendwie so. Gitarre spielen. Smoke on the Water oder so. Das ist ja. Dam, 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 dam. Ja. Passt dann zur Harley. Ja. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Als ich das Zimmer ausgeräumt habe, war das irgendwie, weiß ich nicht, sind seine Erinnerungen, die ich jetzt einpacke? Sein Leben? Und ich dachte eigentlich, dass ich dann noch weinen muss, aber es ging in dem Moment nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe auch Freude daran, ich habe das vorhin gemerkt, dann bestimmte Sachen von Fabian irgendjemand zu geben, wo, was ich gerade sagte, wo ich dann weiß, wo die Sachen sind, das ist mir lieber, als wären die jetzt irgendwo weg, so sinnlos weg, das will ich nicht. Lieber, dass sie woanders weiterleben, die Sachen? Ja. Ja, hast du bescheuert. Im Hintergedanken immer zu sagen, ich könnte es wiedersehen. Jetzt fängt es wohl an, nicht gut zu sein. Während sich Fabians Eltern über die Frage der Schuld im Moment wenig Gedanken machen, wurde die Firmenzentrale von Veranstalter Rainer Schaller in Berlin längst von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Er selbst ist abgetaucht, zeigt sich kaum in der Öffentlichkeit und hat beschlossen, erstmal kein Interview mehr zu geben. Stattdessen stellt er die Videos seiner Überwachungskameras vom Tag ins Netz. Zur Aufklärung, sagt er. Es geht dabei auch um die Bilder von einem Polizeieinsatz, der Fragen aufwirft. Nach diesem Schichtwechsel zum Beispiel, mitten am Nachmittag, mitten durch die Menge. Vor allem aber zeigen diese Bilder, was in den Minuten vor dem Unglück passiert ist. Am Nachmittag kommen immer mehr Besucher. Doch weder Ordner noch Polizei machen die Eingangsschleusen draußen vor dem Tunnel dicht. Alle laufen in die lange Röhre. Um die Leute doch noch aufzuhalten, sperrt ein Polizeiführer schließlich den Tunnel innen. Es ist ein Polizeiführer, der spontan für seinen Chef eingesprungen war, weil der zur Geburt seines Kindes musste. Er sperrt den Tunnel, obwohl immer mehr von draußen nachrücken. Die, die gerade noch durchkommen, gelangen aufs Gelände und treffen dort auf eine weitere Polizeiabsperrung. Sie führt dazu, dass auch die, die gehen wollen, wie Fabian, nicht mehr vom Gelände kommen. Bis der Druck auf die wenigen Polizisten zu stark wird, die Ketten brechen. Aus dem Tunnel und vom Gelände
treffen die Massen aufeinander. Von allen Seiten. Weder der Einsatzleiter vom Tag, weder der Chef der Duisburger Polizei, noch der oberste Polizeichef im Land, noch der Innenminister wollen uns zur Love Parade ein Interview geben. Und Rainer Schaller? Auch er sagt nichts, aber er schreibt den Angehörigen der Opfer einen Brief. Gerne hätte ich Sie persönlich mit diesem Brief angesprochen, aber Ihre Namen liegen mir leider nicht vor. Ich maße mir nicht an, auch nur ansatzweise nachvollziehen zu können, was Sie durchmachen. Als Geschäftsführer der Lopavent GmbH trage ich eine moralische Verantwortung für dieses Unglück, das nicht geschehen wäre, wenn die Love Parade nicht stattgefunden hätte. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Sollte bei Ihnen ein Bedürfnis bestehen, mir persönlich in Kontakt zu treten, stehe ich dafür selbstverständlich zur Verfügung. Rainer Schaller unterzeichnet. Fabians Eltern haben noch ein zweites Schreiben bekommen. Von Adolf Sauerland. Ähnlich. Nur das Thema Verantwortung kommt so nicht darin vor. Es tut ihm leid. In einer solchen Situation kann es wohl keine angemessenen Worte des Trostes geben. Daher wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen die Kraft, den Verlust des geliebten Menschen zu bewältigen und hoffen, dass Sie von Menschen umgeben sind, die Sie stützen und Ihnen Trost spenden können. Wir glauben zu erahnen, was Ihnen und Ihrer Familie in diesen schweren Tagen vorgehen muss. Trauer, Wut und die Frage nach dem Warum, aber auch die Frage, welche tragischen Umstände letztlich zu einem Geschehen geführt haben, bei dem junge Menschen ihr Leben verloren. Beide schreiben sie, also sowohl die Stadt Duisburg im Namen des Herrn Sauerland, als auch der Schaller schreiben halt, dass es ihnen unendlich leid tut. Das glaube ich denen sogar, aber manchmal habe ich das Gefühl, es tut denen nur wegen sich selbst leid. Nicht mehr lange und Rainer Schaller wird sich mit Fabians Eltern treffen. Adolf Sauerland hat es eilig. Er hat sich gegen eine Auszeit, auch gegen psychologische Hilfe entschieden. Was vielen absurd erscheint, für ihn bedeutet weitermachen Ruhe. Das hier ist seine Normalität. Na, du Räuber? Nein, nein, bitte, bitte. Grüß dich. Alter, fast in alter Frische. Ein Spatenstich am Rande der Stadt. Adolf Sauerland will um jeden Preis durchhalten. Alter, du hast aber schöne Bagger hier stehen. Darf ich mal eine Runde Bagger fahren? Ich finde, das hätte was. Das ganze Gelände, alles eine Halle. Leco, Mensch. Adolf Sauerland möchte gebraucht werden. Er war es doch, der neue Firmen in die Stadt holte, die Innenstadt aufmöbelte und immer Mann des Volkes, immer beliebt war. Die Love Parade sollte der Stadt ein neues Image geben. Es hätte gut gepasst. Jetzt versucht er, sein politisches Werk zu retten und nimmt scheinbar kaum wahr, wie das ankommt. Im Arbeitsablauf vergisst man bestimmte Dinge einfach, wenn viel Action ist. Und wenn Sie so wollen, vergisst man auch eben auch negative Dinge. Ja. Gut, dass es Kritik gibt, steht außer Frage. Die gibt es auch, aber ich glaube, die ist ertragbar. Zwei Wochen später, Anfang November. In Duisburg schlägt die Kritik in Aggression um. Ketchup-Attacke auf Sauerland wird am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Adolf Sauerland fährt danach nach Hause, zieht sich um und nimmt die nächsten Termine wahr. Fabians Eltern lesen von dem, was in Duisburg los ist, nur in der Zeitung. Dass Adolf Sauerland weiter im Amt ist, weiter die Verantwortung ablehnt. Von Rainer Schaller lesen sie nichts, aber sie haben von ihm gehört. Er möchte sie gerne treffen. Geh dich schminken. Muss ich nicht. Eigentlich müsste man das auch nicht für Herrn Schaller. Es hat bis jetzt gedauert, bis Fabians Eltern dazu bereit waren. Und es geht ihnen nicht um die Frage der Schuld, das sollen die Gerichte klären. Es geht ihnen darum, dass endlich jemand Verantwortung übernehmen muss. Es ist eine Frage der Moral. Ist das das? Mhm.
Ich war zuerst so, dass ich ihn überhaupt nicht sehen wollte. Nur jetzt so im Nachhinein, ich möchte ihm nur einmal in die Augen sehen. Ob er sich auch so fühlt wie wir. Einfach nur schlimm. Das ist der einzige Grund des Treffens. Das zu sehen in seinen Augen, wenn er einem gegenüber sitzt, steht, was auch immer. Wenn ich das Gefühl habe, er bescheißt mich mit Worten, dann werde ich ihm das auch sagen und gehen. Wie gesagt, dann gehe ich. Vielleicht ist dann meine Meinung über ihn eine ganz andere. Jetzt müssen wir. Adolf Sauerland ist in der Duisburger Moschee. Hier muss er keine Angriffe fürchten. Er hat den Bau des Gotteshauses mitbegleitet und immer noch viele Freunde in der Gemeinde. Es ist kurz vor Weihnachten und er ist nachdenklicher geworden. Die Kritik trifft ihn doch mehr, als er zugeben wollte. Kurz nach dem Unglück hatte er sogar seine Kinder an einen anderen Ort gebracht, damit sie dort sicherer sind. Wenn ihnen einer sagt, ich stehe hinter dir, ich habe ein Messer in der Tasche und ich werde dich verfolgen und irgendwann werde ich zustechen, da muss man schon recht stabil sein, um da nicht doch mehr als Angst zu haben. War das für Ihre Familie schwer? Ja. Ja, das ist einerseits, ist da der Vater oder der Ehemann, der da auf den ersten Seiten steht. Und dem wirft man was vor. Das ist derjenige, der, den man quasi nicht die Stadt, aber den man hetzt. Und das erlebt die Familie ja. Und da es dann auch Dinge gab, die dazu geführt haben, dass man sich auch ein bisschen sicherer aufstellt, das führt dann auch zu einer Nicht-Normalität im alltäglichen Leben der Kinder, der Ehefrau. Natürlich kriegen alle das mit und haben auch da gewaltig drunter gelitten. Fabians Eltern machen sich auf den Weg zum Treffen mit Rainer Schaller. Sie und die anderen Familien, genau wie er, wollen alleine sein, wenn sie sich das erste Mal sehen. Wir werden sie danach wieder treffen. Was macht nur, wenn er vor der Sitzung flennt? Weiß nicht, vielleicht ist man da in dem Moment auch so gerührt, keine Ahnung. Flennen alle? Ja, wahrscheinlich. Ich denke, das wird eine merkwürdige Auseinandersetzung mit den Dingen, die ihm genauso passiert sind wie uns. Adolf Sauerland weiß nichts von dem Treffen. Aber auch er hat beschlossen, es soll endlich in eine andere Richtung gehen. Der Oberbürgermeister ärgert sich, dass er selbst und die Stadt so wenig Kontakt zur Gruppe der Angehörigen haben. Deshalb hat er heute einen ehemaligen Kollegen, German Bentsch, zu sich bestellt und ihm einen offiziellen Titel gegeben. Beauftragte der Stadt Duisburg für die Betroffenen der Love Parade. Eilt und ist fertig. Herr Bentsch, wir sitzen uns. German Bentsch war selbst lange Leiter des Amtes für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten, ist jetzt im Ruhestand. Nun soll er für die Stadt zu den Treffen der Angehörigen gehen. Was ich schon als positiv empfunden habe, dass man miteinander reden kann. Auch deshalb beobachte ich das. Ein zaghaftes Vortasten, Monate nach der Love Parade. Wir haben eine Zeit gebraucht, um zu erkennen, oder ich habe eine Zeit gebraucht, zu erkennen, dass wir dort uns aktiver einschalten sollen und müssen. Und durch den Kollegen Bentsch hat jetzt auch das Ansprechen der Stadt Duisburg ein Gesicht. Haben Sie irgendwann überlegt, selbst dahin zu gehen? Ja, die erste Frage war, gehe ich zum ersten Treffen? Und da hat man uns gesagt, das wäre völlig kontraproduktiv. Ich sollte das nicht tun, ich sollte mich da auch gar nicht mit beschäftigen. Es muss erst eine Bereitschaft da sein. Das Treffen mit Rainer Schaller ist vorbei. Es hat 4 Stunden gedauert. Ja, wie war's? Nicht unangenehm. Ich will nicht schön sagen, weil das
das Falsche wäre. Es war interessant. Als er ankam, wirkte er sehr eingeschüchtert, verängstigt. Und die erste halbe Stunde hatte ich auch das Gefühl, dass er jedes Wort, was er sagte, sich wirklich überlegt hat. Also sehr vorsichtig, langsam sprechend. Hat mich anfänglich stutzig gemacht, aber er hatte wirklich Angst, vielleicht was Falsches zu sagen. Aber er hat zumindest im Gegensatz zu vielen anderen verstanden, dass er für das, was sein Unternehmen zumindest mit der Love Parade zu tun hatte, die Verantwortung zu tragen hat. Ja. Ich habe zwar nicht viel mit ihm gesprochen, weil das konnte ich noch nicht, aber ich habe mir das einfach nur angehört, was er zu sagen hatte. Er stellte auch Fragen. Und ja, ich bin im Moment eine andere Meinung als vorher. Gibt es ein Interesse, sich auch mit Herrn Sauerland auseinanderzusetzen, seine Sicht der Dinge zu hören? Ich also nicht. Von meiner Seite aus nicht. Nein. Weil er halt diese moralische Verpflichtung oder diese moralische Einstellung nicht an den Tag legt, zu wissen oder zu begreifen, dass er ganz einfach aufgrund seines Amtes wenigstens die moralische Pflicht hat, eine Schuld anzuerkennen. Dieses Einsehen hat der Sauerland im Gegensatz zu Herrn Schaller halt nicht. Ich habe keine Lust, mit den Menschen zu sprechen. 5 Wochen später im Berliner Büro von Veranstalter Rainer Schaller. Nach dem Treffen mit Fabians Eltern und den anderen hat er seine Meinung geändert und sagt einem Interview doch zu. Zu den Details der Planung kann er wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen. Er hat sich akribisch vorbereitet, beraten lassen, um zu erzählen, wie es ihm in den ersten Monaten nach dem Unglück ergangen ist. War natürlich die erste Zeit für mich fast unmöglich, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und in den ersten 4 Wochen hatte ich eine Mütze auf und Sonnenbrille, was dann schon teilweise sehr seltsam wirkte. Weil wenn man abends im Dunkeln rausgeht mit Sonnenbrille und dann fällt man noch mehr auf. Das war eigentlich nicht klug von mir, aber ich konnte nicht anders und hatte mich nur da einigermaßen sicher gefühlt hinter einer Maskerade. Man denkt, jeder guckt einen an und selbst beim Einkaufen im Supermarkt, wenn einem nur die Kassiererin erstmal anschaut und nicht gleich freundlich lächelt, hat man das Gefühl, man ist jetzt erkannt und muss sich rechtfertigen oder muss sich einfach schlecht fühlen. Rainer Schaller hat in den letzten Monaten nicht weitergemacht wie vorher. Er arbeitet viel weniger und hat sich psychologische Hilfe geholt. Auch vor dem Treffen mit Fabians Eltern. Das war einer der schwersten, wenn nicht sogar der schwerste Moment in meinem Leben. Ich konnte erstmal gar nichts sprechen und hatte tatsächlich, man sagt immer so schön, ein Kloß im Hals und habe kein Wort rausbekommen, habe mich dann entschuldigt mit zittriger Stimme und war am liebsten wäre ich im Boden versunken, aber es geht in dem Moment nicht. Und da habe ich gemerkt, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und Menschen gegenüberzustehen, die ihr Kind verloren haben. Nicht nur die Eltern der Opfer machen Rainer Schaller Vorwürfe, es gebe Fehler beim Veranstalter. Fehler, die man auch in seinen eigenen Videoaufnahmen sieht. Am Nachmittag verteilen sich die Besucher nicht wie geplant über das Gelände, wohl auch, weil die Festwagen mitten durch die ankommende Menge fahren. Am Haupteingang staut es sich. Und ausgerechnet dort finden sich Hindernisse. Bauzäune, Brezelbuden, Polizeifahrzeuge. Hätten die Ordner das verhindern müssen? Waren insgesamt zu wenige da? Und warum haben sie dieses Loch an einem defekten Gullideckel morgens nur mit einem Bauzaun, einem Gitter abgesichert? Improvisation. An der Stelle, wo später Menschen sterben werden. Und dann noch wieder die Frage nach dem Tunnel, als einzigem Ein- und Ausgang. Sie haben alle immer danach so leicht gesagt, wenn man den Tunnel sieht, ist doch alles klar. Man muss sich einfach mal die Gesamtsituation anschauen, wie so eine Love Parade geplant wird. Und
Es ist eine unheimlich lange Planungsphase über Monate und es sind ja nicht nur wenige Menschen beteiligt, sondern es sind eigentlich alle beteiligt. Von der Stadt über natürlich uns als Veranstalter, die Polizei, die Bundespolizei, die Feuerwehr, die Sanitäter. Und man hat Monate geplant und für mich ist es natürlich ein Rätsel, wie man das über Monate gemeinsam nicht hat sehen können. Das ist etwas, was ich mir natürlich bis heute frage, wie konnte man das nicht sehen? Waren Sie da selbst eingebunden? Schwierige Frage. Hast du Kerzen mit, ja, ne? Mhm. Immer wenn ich hierher komme und diese normalen Gräber sehe, denke ich immer daran, als die Frau befragte, ob wir denn sicher sind, dass der Fabian verbrannt werden wollte. Wieso, dann hätte er aber so ein Riesengrab gekriegt. Ja, er unterhält sich denn mit seinem Kind über sowas? Es gibt Paare, die sich in solchen Situationen zerstreiten, auseinandergehen. Bei Fabians Eltern ist genau das Gegenteil der Fall. Das Einzige, was sie vorwärts blicken lässt, ist, dass sie zu zweit sind. Wenn du das Foto siehst, als ob der dich anlächelt. Oh, so sieht doch nett aus, oder? So. Ich weiß nicht, wie das gegangen wäre, wenn ich so ein alleinerziehender Vater gewesen wäre oder so. Das wäre wahrscheinlich wirklich vor einer Wand geendet. Heute vielleicht nicht so stark, aber damals kurz danach bestimmt. Weil dies, ja, so ein, dieser eigentliche Sinn unseres Daseins, so wie ich ihn sehe, weswegen wir geboren werden, weswegen wir leben, das hat alles mit Familie, mit Kindern zu tun und das ist weg. Es ist inzwischen März 2011. Adolf Sauerland trifft sich zur Mittagspause mit einem Freund, Peter Greulich. Er ist Stadtdirektor, Grüner und fährt mit Adolf Sauerland ab und an auch gerne mal eine Runde Motorrad. Gut ein Dreivierteljahr nach der Love Parade steht noch immer nicht fest, wer wirklich Schuld an dem Unglück hat. Im Fokus aber steht immer noch der eine. Jetzt wünscht Adolf Sauerland sich den besseren Kontakt zu den Angehörigen, möchte offen reden, aber die andere Seite will nicht mehr zuhören. Jetzt gab es ja letzten Samstag wieder ein Treffen der Angehörigen, wo Rainer Schaller da war. Persönlich. Wundert Sie das? Ja, weil die letzten Informationen, die wir bekommen haben beim Angehörigentreffen, waren, dass weder er noch ich dazu eingeladen werden und auch nicht gerne gesehen wären. Das haben wir akzeptiert. Ich weiß nicht, wer den Herrn Schaller da eingeladen hat oder den Zugang zu dieser Gruppe erreicht hat. Das ist ein guter Hinweis, dem ich jetzt nachgeben werde, aber der mich unwissend erwischt. Hätten Sie den gerne im Zugang? Ja, zumindest den Versuch zu unternehmen, mit den Angehörigen zu sprechen, den würde ich gerne mal wagen. Wie erklären Sie sich das, dass die ganze Wut Ihren Freund getroffen hat? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube an dem Tag danach, dass in dem Augenblick, dass du kein Schauspieler gewesen bist, sondern dass du selbst warst und dass dieses erschütterte Häufchen Elend nicht die Kraft vermitteln konnte, die viele gesucht haben. Aber ihn zu einem Täter zu machen, ihn psychisch und von der Integrität her liquidieren zu wollen. Was fällt Ihnen da beispielhaft ein? Hetzkampagnen. Galgensymbol, Scheiterhaufenbilder, Fahndungsfotos,
Mordaufrufe? Zum Schluss habe ich mir mal gesagt, du musst so lange durchhalten, bis du allen zeigen kannst, dass diese Katastrophe nicht durch dein Verhalten entstanden ist. Wie geht's Ihnen heute damit? Wie Sie sehen, es gibt wieder mehr Alltag. Das ist so. Mehr vielleicht näher an dem, wie ich früher war, bin ich bestimmt. Aber genauso können sie nicht werden. Nicht mehr. Das geht nicht. Fünf Uhr morgens am Tunnel in Duisburg, Mitte Mai. Rainer Schaller ist extra so früh gekommen, möglichst wenig los. Er ist zum ersten Mal seit dem Unglück hier, hat das mit seiner Therapeutin besprochen. Er will das jetzt hinter sich bringen. Zur Trauerfeier am Jahrestag will er lieber nicht kommen, keinen provozieren. Im Moment denke ich an alles Mögliche und glaube aber auch, dass ich für mich die Ruhe brauche, um einfach das zu verarbeiten. Und ich möchte nicht so sehr über meine Gedanken sprechen, sondern ich glaube, ich bin momentan sehr viel bei den Menschen, die hier ein großes Leid ertragen mussten und die auch umgekommen sind. Wie geht's Ihnen? Das ist, glaube ich, momentan nicht so wichtig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen 16 Beschuldigte, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Vier davon arbeiteten für Rainer Schaller. Er selbst steht nicht auf der Liste. Warum ist die Öffentlichkeit mit Rainer Schaller so nachsichtig umgegangen und mit ihm, Adolf Sauerland, nicht? Morgen. Die Frage beschäftigt den Oberbürgermeister. Inzwischen steht fest, nur einer der 16 Beschuldigten ist Polizist. Vier kommen vom Veranstalter, 11 aus seiner Stadtverwaltung. Morgen. Adolf Sauerland steht nicht auf der Liste. Er ist nicht beschuldigt. Warum fiel es ihm so schwer, zumindest eine moralische Verantwortung zu übernehmen? Hatten Sie am Anfang das Gefühl, wenn ich mich dafür entschuldige, werde ich automatisch dafür verantwortlich gemacht? Ja, bis hin zur juristischen Verantwortung, die man daraus ableiten wollte. Und dieses hat dann dazu geführt, dass man sprachlos wird. Und nochmal, das, was dann Fritz Pleitgen als erster getan hat, hätte von mir kommen müssen. Nämlich? Die Übernahme moralischer Verantwortung, sich bei den Angehörigen der Opfer zu entschuldigen. Das ist so. Im Nachgang weiß ich es. Es tut mir auch unendlich leid, dass ich es nicht getan habe sofort, sondern dass so viel Zeit vergangen ist, bis das dann passieren konnte. Aber vielleicht war es dann nur ein kleiner Trost, kann die Aufarbeitung zeigen, hinter welchen Bedingungen ich damals stand und was ich selbst rational dort leisten konnte und was schwierig war. Fabians Eltern haben beschlossen, in Zukunft auch an sich zu denken. 25 Jahre haben sie ohne Trauschein zusammengelebt. Heute wollen sie heiraten. Müssen wir jetzt? Okay. Sind
Sie gewillt, mit der hier anwesenden Frau Kathleen Lorenz die Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Ich frage auch Sie, Frau Kathleen Lorenz, sind Sie gewillt, mit dem hier anwesenden Herrn Thomas Henze die Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. Ja. An dieser Stelle wird gerne geküsst. Sie also, dürfen das natürlich auch tun. Sie müssen nicht verstecken. Was ist das für Musik? Ja. Ich bin verheiratet. Guck mal, da fliegt noch einer. Jo. Ja, die werden sich alle mit der Zeit hier ausmachen. Ich auch, wenn wir Dennis drin. Was bedeutet denn der heutige Tag für Sie? Ein neuer Abschnitt. Wir müssen versuchen, Neuanfang zu schaffen. Auch eine Erinnerung an unseren Fabi. Er hatte heute Geburtstag. Und er soll einfach merken, dass wir jetzt noch fester zusammenhalten. Das war der für uns beste Tag, der uns eingefallen ist, heute zu heiraten. Und wir werden gleich mit der ganzen Gesellschaft auf den Friedhof gehen, Blümchen niederlegen und einfach bei ihm sein.